Einen wunderschönen guten Tag hier aus München und mein heutiger Gast, ein Radiomoderator, sowas habe ich eigentlich gar nicht, Florian Weiß von Antenne Bayern. Ja, Florian, Hallo. Ich habe dir vorhin schon erzählt, ich kam auf dich, vor allem durch meinen Neffen und er und sein ganzer Freundeskreis, die wohnen in Erlangen, die hören die ganze Zeit dich im Radio. Sehr gut. Und ich habe mich mal informiert als treusorgender Onkel und habe einen, zumindest von dem, was ich gelesen habe, spannenden Typen da gesehen. Und vor allem habe ich da mir gedacht, manches wirkt so komisch. Also du bist sehr engagiert, sehr sozial engagiert, und aber nicht so wie andere Promis, würde ich sagen. Man sieht raus, dass da mehr Aufrichtigkeit drin sein müsste. Und jetzt komme ich zur ersten Frage. Was ist dein Schwerpunkt? Also was ist das, was dich im Moment bewegt? Also jetzt ganz aktuell. Ich bin gerade in Reisevorbereitungen für Ecuador. Ich werde tauchen gehen in einem der wichtigsten marinen Naturschutzgebiete der Welt, das leider auch immer noch sehr gefährdet ist, nämlich die Galapagos-Inseln. Werde da auch filmen, werde da auch Material mitbringen und das auch veröffentlichen. Also momentan beschäftigt mich vor allem das Meer. Ich meine, ich bin Sporttaucher, ich mache das seit Jahren als Hobby. Und wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, was wir diesem blauen Planeten antun, das ist ja das wichtigste Ökosystem der Erde. Und wenn das Meer kippt, wenn das Ding vor die Hunde geht, dann gehen wir früher oder später garantiert auch mit vor die Hunde. Wenn man sieht, was wir diesem Ökosystem antun, dann, also da treibt es dir den kalten Angstschweiß auf die Stirn. Also zumindest geht es mir so. Und Galapagos ist eines so der letzten Paradiese dieser Erde, wird ja auch geschützt, und ich werde da hinreisen und Filmaufnahmen machen, einfach um den Leuten, die sich so eine Reise nicht leisten können oder für die das einfach zu weit ist, es ist wahnsinnig kostspielig, da hinzukommen, und es ist ein sehr langer Weg, die möchte ich einfach zeigen, was es noch gibt und dass es nicht mehr viel davon gibt. Und das ist das, was mir momentan am meisten am Herzen liegt, ehrlich gesagt. Es ist zwar eine Welt, die mit uns relativ wenig zu tun hat. Also wir sind Landlebewesen, wir sind Säugetiere, wir sind Fische. Aber wir essen sehr viel davon, zu viel. Und gerade die großen Jäger, also Haie, Thunfische, Delfine und so weiter, davon sind viele fast ausgerottet. Und so die letzten ihrer Art zu zeigen, ich tue das nicht ganz uneigennützig, weil mir geht das Herz auf, wenn ich da unten bin und hinter so einem Felsvorsprung lauere und dann zieht mir eine Schule Hammerhaie vorbei mit 200 Tieren, von denen gibt es nicht mehr so viele. Das ist wie eine Symphonie. Also das ist, ich sage mal, wie Sportwägen unter Wasser. Im Gleichklang, hunderte davon. Du sagst, das ist eine andere Welt als unsere, oder hat mit unserer Welt nichts zu tun. Ich glaube, gerade mit unserer Welt hat das viel zu tun, wie zum Beispiel auch dein Engagement in Afrika. Ich meine, wir leben hier und du vor allem in München, in dieser reichen, fettreichen Stadt. Ja. Wir sind vor allem auch fettreich aufgrund dieses Kontinents, und du warst da engagiert. Es begann bei Facebook. Erzähl bitte die Geschichte. Die hat mich wirklich berührt, als ich die im Netz gelesen habe, weil ich ein kurioses Potpourri an Prominenten entdeckt habe, die du zusammen getrommelt hast. Ehrlich gesagt, ich weiß bis heute nicht, wie wir das hingekriegt haben. Erzähl mal, also was war da los? Ach, das war ungefähr vor 2 Jahren. Und ich war nachts auf Facebook unterwegs. Und ich frage mich nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich bin irgendwann auf eine kleine Fanseite gestoßen von einem kubanischen Arzt, der ein freiwilliges soziales Jahr in Ghana absolviert hat. Das machen viele Ärzte. Auch Deutsche im Übrigen. Auch Münchner Ärzte. Um das Vorurteil gleich mal aus dem Weg zu räumen. Und der hat aufgerufen zu spenden für einen Patienten, den er kostenlos behandelt hat. Ein junger Mann, der beim Anstreichen eines Hauses, also hat damit sein Geld verdient, aber Maler, von der Leiter gefallen ist und sich einen dritten Lendenwirbel gebrochen hat. Es ist in Deutschland eine Pipifax-Operation. Das ist, bist du versichert in Deutschland, gehst ins Krankenhaus, liegst eine Woche, kriegst eine Schiene hinten drin oder so ein Korsett und kannst nach 3 Wochen wieder ganz normal gehen. Da unten ist es ein Todesurteil, weil der konnte nicht mehr laufen. Also der konnte nur noch unter unsäglichen Schmerzen auf allen Beinen, auf allen Vieren sich fortbewegen. Und dann deformiert sich das natürlich auch mit der Zeit. Ja, also das wird dann nicht besser, sondern immer nur noch schlimmer. Und dann habe ich diesen Kubaner angeschrieben, was ein bisschen schwierig war, weil ich spreche kein Spanisch und der kein Englisch. Aber ich habe es auf Englisch versucht und habe dann eine prompte Antwort bekommen von einer befreundeten Journalistin, die für ihn übersetzt hat, eine Deutsch-Spanierin.
Und er hat mir geschrieben, diese Seite gibt es seit 2 Jahren, diesen Patienten gibt es seit 2 Jahren und es ist bis heute kein einziger Cent eingegangen. Kein einziger Cent in 2 Jahren. Also diese Seite hatte Fans, Facebook-Fans, aber die bringen halt kein Geld. Also zumindest war es in dem Fall so. Und da habe ich gesagt, das gibt's doch gar nicht. Und habe ich ihn angeschrieben, was er braucht. Dann sagt er, er braucht natürlich Geld. Und als Deutscher bist du halt Ghana vorbelastet. Du kriegst so viele Anfragen aus Ghana und das meiste, muss man leider sagen, ist Schmuh. Also da werden wir einfach verarscht als reiche Mitteleuropäer. Da dachte ich mir, komm, 100 Euro, davon kann der 3 Monate erstmal essen, weil da fehlt es natürlich an allen Ecken und Enden. Und dann habe ich aber angefangen, okay, dann schaust mal nach, ob du irgendwie verifizieren kannst, ob es diesen Fall wirklich gibt und so. Dann bin ich über Zufälle und viel Recherche und Telefonanrufe und sowas, die haben wir da unten alle im Internet und es ist schwierig, da Antworten zu bekommen. Und da ist auch nicht jedes Krankenhaus im Netz vertreten. Also, da muss ich mir durchtelefonieren und so. Und irgendwann bin ich auf einen Dominikanerorden gestoßen, deutsche Dominikanerschwestern, die da unten leben seit 40 Jahren und dieses Krankenhaus aufbauen. Und die haben gesagt, sie können diesen Fall prüfen, weil es ist bei dem quasi um die Ecke. Um die Ecke heißt da 2 Tagesmärsche. Und das haben sie auch getan dann für mich. Und so nach 4-5 Wochen kam dann die Antwort, ja, es gibt diesen Patienten, ja, dieser Fall ist wahr. Und alles, was dieser kubanische Arzt ins Netz gestellt hat, entspricht auch der Wirklichkeit. Und dann habe ich halt angefangen, da Zeit zu investieren. Und habe da nochmal ein bisschen Geld überwiesen, habe da erstmal mich drum gekümmert. Die Dominikaner-Schwestern haben die dann auch aufgenommen. Die haben gesagt, wir können ihn zwar nicht operieren, aber wir können ihn zumindest betten und ihm Medikamente geben, gegen die Schmerzen. Und da lag der dann ein Jahr. Und in dem Jahr haben wir dann angefangen, also wir heißt Freunde von mir und ich, die mich dann unterstützt haben, auch Kollegen vom ZDF und von Antenne Bayern, die dann so ein bisschen privates Geld und Zeit in die Hand genommen haben. Und dann bin ich natürlich in dieser vorteilhaften Situation, dass man halt dann doch irgendwie Kontakte knüpft und auch Leute kennt und so. Und dann bin ich irgendwann auf eine Organisation gestoßen, eine deutsche Krankenschwester, die da unten sehr erfolgreich in Ghana und sehr effizient tätig ist. Und die hat uns dann zumindest mal so diese ganze Logistik zur Verfügung gestellt. Die hat gesagt, okay, hör zu, ich besorge euch den Arzt, ich besorge euch in Ghana das Krankenhaus, die in der Lage sind, diese Operation durchzuführen. Alles, was ihr tun müsst, ist die Kohle besorgen. Und dann haben wir ein Video gedreht, haben zu Spenden aufgerufen und ich habe halt alle meine Kontakte genutzt, die ich hatte. Und es ging dann nochmal ungefähr ein Jahr. Und dann kamen auch andere Prominente noch dazu, Atze Schröder zum Beispiel, der sehr viel für Ghana tut, der mich dann da unterstützt hat. Und wir haben dann so einen Benefizkick veranstaltet mit einer kleinen Mädchenfußballmannschaft aus Hohenkirchen hier um die Ecke. Es waren einfach auch viele Zufälle, die uns da die Karten gespielt haben. Aber es hat alles gedauert. Und ich habe für mich festgestellt bei diesem Projekt, es ist großartig, Dinge selber in die Hand zu nehmen, aber es kostet echt viel Zeit, Arbeit und Geld. Also man glaubt nicht, dass man das Ding auf Facebook stellt und auf YouTube einen Channel aufmacht und dann läuft es schon irgendwie. Man muss da echt nachtelefonieren, nachbohren, immer und immer wieder sagen, bitte, bitte, bitte. Was ich aber auch festgestellt habe, ist, der Deutsche ist wahnsinnig hilfsbereit und auch sehr, sehr großzügig, wenn er das Gefühl hat, da steckt nicht irgendeine nebulöse, riesengroße Organisation dahinter, bei der 70% in der Verwaltung versickern von der Kohle, die gespendet wird. Und so war es ja bei uns. Wir haben ja nichts von dem Geld behalten. Selbst das, was wir vom ZDF bekommen haben, weil wir da unten ja noch gedreht haben, wir haben ihn ja besucht, als er dann gesund war wieder, sind wir runtergeflogen und haben da Filmaufnahmen gemacht, um den Leuten in Deutschland zu zeigen, er läuft wieder und es geht ihm gut und unsere Hilfe ist angekommen. Selbst das Geld, das wir über diesen Auftrag generiert haben, ist komplett in die Organisation, also in dieses kleine Projekt gegangen. Du bist Mitte 30, wenn ich so... Ich habe ja auch noch den einen oder anderen Kontakt, ich kenne da einige Kollegen von dir. Die sind so in deinem Alter auch prominent, aber die kommen nicht zu solchen Sachen, sondern fahren von einer Party zur anderen. Ich meine, du machst ja auch Partys, du bist total vor allem DJ, klar. Aber die sind eher so mit den einfachen, profanen Dingen des Lebens beschäftigt und manche feiern auf Mallorca noch bis 70. Und, was macht den Unterschied? Gibt es die Erfüllung? Ist es dein Antrieb? Oder sagst du, ist es mein Beitrag? Ich muss den leisten? Was ist es? Also ich glaube, dass man sowas nie ganz uneigennützig tut.
Ich glaube, Albert Schweitzer hat mal gesagt, das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt, ist Glück. Oder andersrum, Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Und ich meine, ganz ehrlich, in der Welt, in der wir leben, also wir Mitteleuropäer, gerade wir Deutschen, wir sind ja momentan, wenn man so alles mit einfließen lässt, Pressefreiheit, Pro-Kopf-Einkommen, soziale Absicherung, Gesundheitssystem, pipapo, wir sind ja das geilste Land der Welt. Also uns läuft ja der Honig die Backen hoch. Ja, es gibt auch in Deutschland Armut, es gibt Kinderarmut, es gibt Menschen, die auf der Straße leben, es gibt Menschen, die sind nicht krankenversichert, es gibt Menschen, die hier unter Brücken krepieren. Aber wenn man alles zusammennimmt, leben wir hier im absoluten Luxus. Und was bitteschön macht uns denn hier noch glücklich? Geld wird nicht geiler, wenn es mehr wird. Partys werden nicht geiler, wenn du mehr davon hast. Das langweilt ja irgendwann alles. Ich habe gefeiert, bis der Arzt kommt. Ja? Und ich tue es auch heute noch ab und zu mal, allein schon berufsbedingt. Aber ich habe relativ früh festgestellt, auch wenn ich wurde so erzogen, meine Eltern haben immer gesagt, man muss den Menschen jetzt nicht so gut helfen und so weiter und so fort. Bloß, na klar, der Weg ist lang, von dem man muss den Menschen helfen und ja, ich will auch helfen, bis hin zu, ich tue wirklich was und ich investiere Zeit und Geld in ein Projekt. Aber ich habe für mich festgestellt, und das ist auch nicht ganz uneigennützig, wenn ich sowas mache wie dieses Projekt in Ghana zum Beispiel, und wir sind ja gerade schon am nächsten dran, dann macht mich das echt, das gibt mir so viel Zufriedenheit in meinem Leben. Weil alles andere habe ich. Ich brauche keine Yachten und ich brauche kein scheiß Flugzeug. Und ich fahre ein Auto, das ganz cool ist und ich kann mir relativ viel Klamotten leisten, wenn ich die haben will. Was, je älter du wirst als Kerl, immer unwichtiger wird. Ja. Also irgendwas musst du ja machen in deinem Leben. Irgendwas, was dich glücklich macht. Und das ist etwas, was mich echt glücklich macht. Und ich kenne witzigerweise niemanden, der nicht mit in diesem Projekt hing, also jetzt in diesem Ghana-Projekt, der hinterher gesagt hat, Alter, vielen Dank, dass du mich mit auf diese Reise genommen hast in diesen 2 Jahren, weil mir geht's echt besser. Ich danke dir. Mir war eins wichtig. Also es ist zwar schön, also wir haben vorhin festgestellt, es ist doch auch gut, wenn Prominente irgendwie ihre Fresse mit irgendwo hinhalten, um irgendwas Gutes zu werben und so. Absolut. Weiter. Aber es selber in die Hand zu nehmen. Und mir war auch wichtig jetzt für die Zuschauer, dass man weiß, man kann es in die Hand nehmen und der erste Schritt, danach kommen die Zufälle und Möglichkeiten. Und ja, das ist ein Mutmacher, ist eine Möglichmacher-Geschichte und das gefällt mir. Danke ich dir fürs Gespräch. Dankeschön, Tom. Es war mir ein Fest. Und beim nächsten Mal irgendwie dann wieder wilde Sachen, wenn wir uns wieder treffen. Genau. Okay, Dankeschön und ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast ist der Chef der GLS Bank, Andreas Neukirch. Bis zum nächsten Mal.